Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vanta Primal. Vor uns haben wir eine kleine Gruppe Velociraptoren. Ich habe das Gefühl, die brauchen voll aufs Maul. Ich habe eine Idee. Davon schneller? Nee. Er kommt. Oha, na, das kann was werden. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, auf in den Kampf. Ha, eins. Komm her. Komm her. Zwei. Und der nächste. Drei. Wo ist der nächste? Da. Vier. Sie sind ja putzig. Fünf. Und noch einer. Sechs. Sechs. Sehr gut, gute Jagd. Die bringen zwar kaum was, aber dafür sind sie auch mega leicht zu ja, erlegen. Seht ihr ja, die kommen, wenn man es richtig macht, treffen die einem nicht und die kann man so leicht ausschalten. Komm her. Ja, fein. Velociraptoren, die mag ich, die sind leicht auszuschalten. Wo es gerade besser ist, wenn ich mal hier ein bisschen, genau, ein bisschen Heilung mache. Was haben wir da? Ach Mann, das ist doch alles Bullshit. Ich will was Vernünftiges haben. So, wo sind wir jetzt? Da. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir gehen wieder da lang. Ein bisschen schräg zurück. Damit, ja, ihr wisst schon. Damit wir nicht die ganze Zeit von Raptoren verfolgt werden, weil es ist irgendwie doof. Das macht keinen Spaß. Glaubt mir, das ist richtig doof. So entspannt. Übrigens, jetzt haben wir es erstmal Velociraptoren gesehen, gejagt, getötet. Dein tolles Gefühl, jetzt haben wir wirklich jede Kreatur ja, in diesem wunderschönen Urwald erlegt. Sogar den T-Rex, sogar noch vor den Velociraptoren, was so ziemlich das Komischste ist überhaupt. Und damit wird das Projekt Vanta Primal erstmal nach hinten angestellt. Das heißt, ich werde hin und wieder schon mal eine Folge rausbringen. Aber nicht wirklich oft mehr. Vielleicht alle, ja gut, vielleicht in der Woche eh eine Folge oder alle paar Wochen mal eine Folge. Also viel wird es nicht, es sei denn, euer ja, Verlangen danach ist so enorm, dass er sagt, ey, doch, komm, tu mal hier, mach mal das, töt mal jenes, geh mal dahin, geh mal sterben oder so, ne? Dann werde ich das natürlich auch berücksichtigen und für euch
extra Folgen anliegen. Aber wenn keiner irgendeinen Wunsch danach hat, dann wird das erstmal ein bisschen eingefahren, dafür auf die anderen Projekte mehr konzentriert. Fishing Planet war dann das Normale, obwohl das jetzt auch mehr in den Hintergrund rücken soll. Rocket League, was ich auch aufnehmen müsste. Gothic müsste ich auch fertig machen, also ich habe noch genügend zu tun. Und deswegen ist das jetzt eine willkommene Abwechslung dafür, dass ich ein Projekt mal so ein bisschen dahin stellen kann. Um es nicht mehr ganz so oft aufnehmen zu müssen, zu müssen, zu wollen. Ah, das kommt mir schon sehr entgegen. Vor allem, dass hier, weil ich auch viele Spiele so parallel nebenbei spiele. Oh, hallo. Na, was machst du denn hier, Kleiner? Ja, so viel dazu. Ich dachte, ich treffe mal nur auf offenen Feldern. Du Sackgesicht. Ja, Gott. Das ist ein Baum, ja. Lasst mir meine Ruhe, lasst ihr mir. Gut, die Kiste liegt perfekt auf dem Weg. Ah. Wie viel von der Insel haben wir eigentlich schon erkundet? Gutes Stückchen, ja. Wir haben schon einiges gesehen. Naja. Schade, dass es so enden muss. Nein. Ist, denke ich mal, genau die richtige Entscheidung. Oh, noch eine Kiste. Kiste. Munition. Ah, da fällt mir gerade ein, ich habe T-Rex erlegt. Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte deinen Weg nicht kreuzen. Tut mir leid. Ich hoffe, du verzeihst mir noch einmal, Meister, ehrwürdiger Meister aller Triceratops-Viecher. Nein! Arschloch! Mal ehrlich! Musste das sein? Ich wollte gar nichts tun, ne? Da macht der wieder so eine Scheiße. Ich könnte kotzen. Ah, na gut. Was haben wir da? Männliches Tier oder weibliches Tier-Score? Weiblich, okay. Das war nicht meine Schuld. Ja, ich höre schon Uteraptoren. Ist gut. Ist gut, Leute. Hört sich immer so an, als ob die schlafen würden. Ich bin natürlich auch gerade mega schlau und laufe hier noch in den Wald rein, ne? Also, das ist sowohl mutig als auch dumm. Wohl in erster Linie dumm. Ich muss mich kurz am Ohr kratzen, wenn ihr das gehört habt. Ich höre sie nicht mehr. Jetzt höre ich sie wieder. Ja, das ist auch so ein bisschen doof noch irgendwie mit dem Hören der Atemgeräusche und so. Das ist, manchmal hörst du mega gut und dann gehst du mal kurz in den Baum. Flupp, weg. Nix mehr. Munition. Kaliber 50. Oh, ho, ho.
Das hat sich vielleicht mehr gelohnt, als ich es dachte. Munition Kaliber 50. Jetzt fehlt noch das entsprechende Gewehr. Und das wäre toll, wenn man das finden könnte. Ich glaube, das ist dementsprechend selten. So, ich bewege mich mal wieder aus dem Wald raus, weil ich keine Lust habe, hier irgendwie als Raptorenfutter zu enden. Aber ganz ehrlich, ich sehe es auch nicht. Die sind wahrscheinlich wieder kilometerweit entfernt. Aber ich höre sie trotzdem, als wären sie genau neben mir. So, da bin ich wieder. Ich fasse es nicht. Das war definitiv nicht so geplant. Tut mir leid. Ich habe mich schon gefragt, wer ruft mich denn am Samstag in der Mitte an? Ah, es war wieder die mysteriöse Nummer, die ich mich schon seit Wochen versucht anzurufen. Ich müsste vielleicht doch mal rangehen, wenn sie mich anruft. Das ist eine Nummer aus Bremen. Ich kenne niemanden aus Bremen und will es auch gar nicht. Wahrscheinlich wieder irgendwas. Sie haben gewonnen. Da sag ich mal, schön. Bup, aufgelegt. Was haben wir hier drin? Ja, genau, das ist mir überlegt gar nicht. Kartenfrage. Ja, okay, dahin. Ich würde gern zum See, ja, ich würde gern zum See. Vorher. Ach, da müssen wir wieder an den Utraptoren vorbei, fällt mir gerade wieder ein. Triceratops. Keine Bedrohung! Ich hätte mir schon fast in die Hosen gemacht. Aber durch mein pures Können konnte ich es verdrängen. Alter Schnauze! Kein Interesse. Ich will nämlich in den letzten 10 Minuten euch den See davon zeigen. Ich habe auch nicht gesehen. Das würde mich echt interessieren, was da ist und wie es da aussieht. Dafür mache ich auch dumme Sachen, wie ich renne mal hier kurz durch den Wald. Ha, hier ist ja auch nichts. Ha, zwischendurch Spuren lesen. Triceratops. Moment, ich ist hier und gar kein so kleines. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Ich erlöse die Dinosaurier von ihrem Leiden auf dieser sterblichen Welt. Ah, jetzt weiß ich, warum die ausgestorben sind. Weil ich kam. Ich kam, sah und siegte. Mann, ja, kaum habe ich mal die große Klappe, schon höre ich wieder Uteraptoren. Mega. Ah, oh, ich höre noch mehr. Gut, bewegen wir uns ein bisschen langsamer wieder. Schnauze! Wer hat denn euch dazu eingeladen, hier zu sein? Was macht ihr überhaupt in diesem Spiel? Ich finde es mal putzig, wie diese Bäume es in Höhlen haben, so einen kleinen. Wahrscheinlich, um sich vor den Raptoren zu verstecken. Ja, guck mal, wen haben wir da? Ich sehe die immer noch nicht. Wo sind denn die? Ah, okay, unten am Fluss irgendwo. Ja, am See, am Fluss, am Ich verwirre mich gelegentlich auch selbst mal gern. Hey, heute ist der Samstag. Habe ich das schon mal erwähnt? Das ist so geil.
Hier ist einfach nichts und ich höre die Viecher meilenweit. Also so sind das keine geschickten Jäger, ne? Die verraten sich zu schnell. Hat er mich entdeckt? Naja. Schauen wir mal. Ich hoffe schon, denn ja, er fliegt ziemlich tief. Es könnte sein, dass er mich nicht entdeckt hat. Aber es könnte auch sein, dass er mich entdeckt hat. Das ist jetzt die Frage. Nee, der hat mich nicht entdeckt. Ob ich den auch mit einem Stein anlocken kann? Das ist der See, also okay. Interessant. Ich finde die Animation schon sehr schön, also. Jetzt hat er mich. Oder hat er mich doch nicht? Das ist eine linke Nummer. Achso. Nur gut, dass ich ihn nicht mehr sehe. Aus dem Augen, aus dem Sinn heißt es doch mal so schön. Der Mond ist so schön. Ist rot. Nur gut, dass der Kollege über uns blind ist einfach. Ach, da steht einer. Ach, jetzt sehe ich das erst. Hey, du. Schnauze. Ich muss einfach näher ran. Da steht doch noch ein Busch. Ist das ein feige Sau? Ja. Na, willst du auch noch eine Runde? Nee? Ja, doch, guck mal. Jetzt ist er interessiert.
Ja. Schnauze. Wer redet denn mit dir? Ja, so ein kleiner gewesen. Schnappen wir uns noch den Kollegen hier. Hallo, mein Kleiner. Ja, du auch tot? Du auch tot? Ja. Level 10, wow. Das geht ja rucki zucki. Das war ja schon zu leicht. Na gut, ich sollte vielleicht nicht die große Klappe haben. Ich habe zum Beispiel einstecken müssen, aber es war trotzdem teuer Munition, vor allem für den Uta-Raptor. Der wollte nicht so ganz. Aber na gut. Kann ich jetzt nichts ändern. Ach, der See ist echt schön. Allerdings weiß ich gar nicht, was die ganzen Steine hier drin sollen. Lass mich in Ruhe. Böse. Ich würde gerne noch. Halt die Schnauze! Ich würde gerne noch zur Kiste. Denn denk. Fresse! Springen kann ich nicht. Was ist denn da für ein doofes Geräusch? Lass mir meine Ruhe. Geht da ja schießen, ihr blöden Viecher. Alter Scheiße, das macht mich gerade mega nervös. Egal, ist nichts. Alles klar, Alter, dann bedanke ich mich mal wieder dafür, dass ihr mir so fein und toll zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt hierhin gefallen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob es weitergehen soll mit Vanta Primal. Ansonsten wird es eher seltener vorkommen. Und bis dahin sage ich euch ciao und bis möglicherweise zum nächsten Mal bei Let's Play Vanta Primal. Bis dann.